Einen wunderschönen guten Tag, Servus, hier ist der Sunny, herzlich willkommen heute am 24. Oktober 2024 zur 918. Folge Verbinde die Punkte. Ich liebe es, anders kann man es in diesen Tagen gar nicht mehr ausdrücken, wie hieß es damals, wir werden lieben, wie dieser Film ausgeht und wir ja, begeben uns dann doch so ganz, ganz langsam in die finale Phase, so scheint es zumindest und wenn Donald Trump hier bei McDonald's, oder Donald's besser gesagt, am Tresen steht, dann wissen wir, wie hart sein Wahlkampf tatsächlich war. Ich habe es immer wieder angedeutet. Der Wahlkampf wurde hauptsächlich, ja, ähnlich wie der AfD hier im besten Deutschland, ja, hauptsächlich von den Opponenten sozusagen erledigt. Und Donald Trump darf sich da eigentlich in diesen Tagen ja fast zurücklehnen, sein Popcorn genießen und ja, die anderen machen lassen. Und das sehen wir in diesen Tagen. Mehr und mehr, man offenbart sich sowohl auf politischer Seite als auch in den Mainstream-Medien, zeigt man, wie ja, notwendig es ist, überlebenswichtig es tatsächlich ist, hier eine Präsidentschaft von Donald Trump zu verhindern. Und da greift man zu ja, den üblichen Mitteln, man hat es zweimal probiert, ihn umzubringen, zumindest in dieser Periode, schreibt ihn schlecht, ja, versucht ihn mit gewissen Größen aus der Vergangenheit zu vergleichen und so weiter und so fort. Und ja, nichts von all dem wird funktionieren, im Gegenteil. Es wird nur dazu führen, dass die Menschen mehr und mehr und schneller aufwachen. Und ja, knapp 2 Wochen haben wir noch, 12 Tage würde ich sagen jetzt geschätzt. Und ja, wird weiter spannend. Ich gehe davon aus, dass die Wahl dann doch stattfinden darf. Ich wüsste nicht, was außer einem ja, Vulkanausbruch oder einem Alien-Angriff noch groß passieren sollte, dass hier die Wahlen tatsächlich nicht stattfinden können. Man hat alles probiert, sogar die Hurricanes hat man losgelassen. Aber ja, der Amerikaner ist gewillt, hier als nächsten Präsidenten Donald Trump zu sehen. Und ich denke, er wird sich davon nicht mehr abhalten lassen. Ja, wie immer, macht euch die eigene Meinung. Ich quatsche hier weiterhin nur an der Oberfläche, an der es durchaus einiges zu sehen gibt inzwischen. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach zu der kleinen Sendung. Ja, hat sich ein bisschen was getan, würde ich sagen. Wir versuchen das hier ja, zusammengefasst zu bekommen. Nun gut, wir starten nicht in den Vereinigten Staaten, sondern in Österreich. Auch dort geht und ging es um ja, unsere Demokratie. Ja, was es bringt, wenn hier der Michel oder der Seppel, je nachdem, zum Wählen geht. Wozu gehen wir wählen? Eine Frage, die sich da der geneigte Österreicher rund ein Drittel in diesen Tagen wohl fragen sollte. Aufregung nach Kickl-Ausschluss. Was ist passiert? Nachdem Bundespräsident Van der Bellen den Regierungsbildungsauftrag an Karl Nehammer von der ÖVP erteilt hat, gehen im Internet die Wogen hoch. Ja, Herbert Kickl gewann am 29. September mit rund 29% die Nationalratswahl in Österreich. Doch bis heute wollte keiner der anderen Parteien mit dem FPÖ-Chef koalieren. Bei den Sondierungsgesprächen konnte kein gemeinsamer Nenner mit ÖVP und SPÖ gefunden werden. Also weiter wie bisher. So auch in Österreich haben wir ja schon gesehen. Ja, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, auch dort überall weiter wie bisher. Die Einheitspartei zeigt sich mehr und mehr dem Volke als eine solche und ja, das Volk registriert und wird sich eventuell für den nächsten Wahlgang dann entsprechend merken können. Anders sieht es in diesen Tagen natürlich in den USA aus. Da geht es am Wahltag wohl um alles. Und ja, Musk hat es auch immer wieder angedeutet. Ja, spannend. Um zu beobachten, wie sich hier die Dinge durchaus alle in eine ähnliche Richtung entwickeln, allerdings ja, unterschiedliche Phasen hier erreicht sind. Die Amerikaner hatten ja schon mal 4 Jahre Trump. Nun gut, wir blicken weiter und bleiben noch mal ganz kurz in Österreich. Hier heißt es, Österreichs Präsident erteilt Kickl nach FPÖ-Sieg. Eine Abfuhr, völlig unüblicher Fall. Eigentlich müsste ja der Wahlsieger mit dem Regierungsauftrag beauftragt werden. Aber ja, Van der Bellen als alter Grüner lässt sich das natürlich nicht nehmen, da entsprechend einzugreifen. Eine erste Entscheidung ist nach dem Sieg der FPÖ gefallen, also dass die FPÖ gewonnen hat, sind wir uns alle einig. Macht aber nichts. Bundespräsident Van der Bellen teilt nicht deren Chef Kickl den Auftrag zur Regierungsbildung. Ja,
Unsere Demokratie muss weiterhin geschützt werden. Eine wunderbare Sache. Ja, wo wir gerade in der Gegend sind, blicken wir ein bisschen östlich die Donau entlang. Orbán ruft zu Widerstand gegen die EU auf. Ja, dieser Orbán. Die EU wolle Ungarns Regierung stürzen und eine Marionettenregierung installieren. In einer Rede greift Ministerpräsident Orbán Brüssel mit unbewiesenen Vorwürfen an. Natürlich völlig haltlos alles. Politisch steht er unter Druck wie lange nicht. Ja, Kickl wird er nachgesagt, ähnlich wie Orbán agieren zu wollen und eventuell gemeinsam mit ihm oder ja, parallel zu Ungarn hier ein Orbanistan aufzubauen. Österreich eventuell die KMK-Monarchie wieder zum Leben erwecken zu wollen. Wir sehen ja auch, dass zum Beispiel die Ungarn, habe ich jetzt nicht dabei, diese Meldung, aber mit der Slowakei und Serbien eine gemeinsame Flüchtlingspolitik abstimmen wollen. Da tut sich momentan sehr viel. Seht ihr ja eh. Die Serben haben, glaube ich, ebenfalls einen BRICS-Beitritt vorbereitet. Ungarn steht nur kurz davor. Denke ich mal, wenn man dann endgültig aus der EU rausfliegt, beziehungsweise die sich in Wohlgefallen auflöst. Bei gegebener Zeit muss man sich eh was Neues suchen. Nun gut, lassen wir uns von diesen europäischen Querelen nicht allzu lange ablenken, sondern blicken jetzt tatsächlich in die USA. Und da haben wir sie, ja, unsere geliebte Kamala Harris, die sogar im deutschen Mainstream schon als eine Fehlbesetzung inzwischen gesehen wird. Hier heißt es, Wahlexperte sicher, Harris macht einen fundamentalen Fehler. In den letzten 20 oder 30 Tagen ist sie abgrundtief schlecht geworden. Sie hat es der Welt gezeigt, wie sie tatsächlich denkt, ob sie, ja, ihr wisst schon, ich will ihr nichts andeuten, aber wie gesagt, sie macht tatsächlich den Wahlkampf für Donald Trump. Das sehen wir mehr und mehr. Und ja, auch das Ausland ist besorgt. Und gab es da nicht mal eine entsprechende Executive Order? Ich denke, das ist die Order 13848, in der es um die ausländische Wahleinmischung geht. Nicht, dass wir da 2020 schon etwas gesehen haben. Jetzt bekommen wir die Neuauflage. Hier heißt es Labour Eklat. Illegale Wahlkampfhilfe für Harris geplant. Ja, ausländische Wahleinmischung ist in den Vereinigten Staaten illegal. Es hält die britischen Sozialisten nicht davon ab, Parteimitglieder zum Wahlkampf für Kamala Harris in die umkämpften Swing States schicken zu wollen. Ist das jetzt gute Wahleinmischung, weil es für die richtige Partei gedacht ist? Ja, ich denke, all diese Dinge werden sich auflösen. Sie wissen einfach, und das nicht in den Vereinigten Staaten, dass wenn Trump dran ist, dass ja, dasselbige auch für sie gilt. Und ja, nicht nur für die Briten natürlich. Hier heißt es ja nochmal, die Trump-Kampagne beschuldigt die britische Labour-Partei der Wahleinmischung, was durchaus eine ja, bemerkenswerte Aussage, eine Anschuldigung ist, die gegebenenfalls, wie schon angedeutet, einfach auch dann gewisse Konsequenzen mit sich bringen wird. Ja, dann schauen wir uns inzwischen des Öfteren an hier. Die Wettquoten sozusagen, Donald Trumps Wahrscheinlichkeit, also die Wettquoten, dass Donald Trump hier die Wahl gewinnen wird, hat bereits einen 30% Vorsprung vor Kamala Harris laut der Krypto-Plattform Polymarket, also 65 zu 35, wie auch immer sich das ausgehen soll, 65,1 zu 35. Aber ja, lassen wir mal so stehen. Wird wahrscheinlich auf- bzw. abgerundet. Und dann ist es wieder ein bisschen runtergegangen. Einmal aktualisieren, schauen wir uns jetzt an. Also hier nochmal 59 zu 40. Oh, Harris hat aufgeholt. Ist noch 20% hinten. Ach hier. Lassen wir uns überraschen, was man sich denn am Wahltag so alles einfallen lässt. Sie müssen, ja, sie sind gefordert. Und das von Donald Trump ausgegebene Wort too big to wick, also zu groß, um es zu fälschen, gilt eventuell in diesen Tagen durchaus schon. Ja, wir werden ihn vermissen. Man muss ihn einfach ebenfalls lieben. Joe Biden, wir müssen ihn einsperren, sagt Biden über Trump und korrigiert sich dann ja. Beim Auftritt warnt der US-Präsident eindringlich vor Donald Trump. Doch ihm rutscht ein Satz heraus, der bei den Republikanern für Empörung sorgt. Präsidentschaftskandidat Kamala Harris hält sich zurück. Ja, ich sag's nicht. Also ein Mann der wahren Worte. Er spricht aus, was alle denken. Wir müssen Trump loswerden. Ob wir ihn einsperren, umbringen. Natürlich alles hier. Satire.
oder anderweitig von der Wahl fernhalten. Ganz egal, er muss weg. Das ist so der Thema bei den Demokraten in den USA. Und ja, unser beliebter US-Präsident, in Anführungszeichen Joe Biden, sagt's, wie es ist. Ja, auf der anderen Seite ist ein böser Milliardär dabei, der offiziell reichste Mensch der Welt, für die, die es glauben wollen, hier Trump auf eine Art und Weise zu unterstützen, die man so natürlich nicht haben wollte. Elon Musk wird hier zitiert. Ich denke, wir sollten keinerlei Wahlmaschinen erlauben, also keine Art von Wahlmaschinen. Wir haben alle gesehen, was 2020 passiert ist. Wir haben schon erste Meldungen jetzt wieder. Elon Musk ruft dazu auf, hier an einem Tag zu wählen, und zwar auf Papier Stimmzetteln, ohne Wahlmaschinen, ohne Briefwahl. Und ja, eventuell wäre das die Lösung gewesen. Die Wahlmaschinen, hört man, in den USA sind schon wieder am Rauchen. Wir schauen es uns an. Hier ist es noch, kleine Erinnerung vom Illuminati-Bot. Zwischen den Stunden, zwischen 1 Uhr morgens und 5 Uhr morgens wurde in Pennsylvania hat Joe Biden in Pennsylvania 600.000 Stimmen gewonnen, was statistisch unmöglich ist. Sie haben es einmal getan und sie werden es wieder versuchen, weil es einfach ihre letzte Chance sein wird. Am Wahltag, wir erinnern uns alle an das schöne F. Und ja, hier nochmal kleine Erinnerung, wie Joe Biden denn bei seiner Inauguration von den Truppen aufgenommen worden ist. Ja, es ist, erinnert euch an den 20. Januar 2021, Joe Bidens Inauguration. Nicht ein Mitglied der Nationalgarde hat Joe Biden und seiner Motorcade, seinem Autokorso salutiert. Und das war nicht das einzige Merkmal dafür, dass hier eventuell nicht der neue Präsident der Vereinigten Staaten an ihnen vorbeigefahren ist. Da gab es durchaus sehr viel mehr, sogar noch sehr viel deutlichere Hinweise darauf, dass wir hier eine große, große Show erleben. Nun gut, und dann heißt es hier von Roseanne Barr, ja, die Roseanne, wie heißt es, perfekt gesagt, sie haben die Wahl 2020 gestohlen. Sie haben uns Covid gegeben, damit wir Briefwahlunterlagen einsenden, und die Post hat auch betrogen. Sie haben uns krank gemacht, sie haben die Verfassungsrepublik Amerika gestürzt und es mit ihrem Aufstand vertuscht. Ja, Aufstand der die Insurgency und die sogenannte Counter-Insurgency-Coin. Großes Thema da auch im Hintergrund. So, und Donald Trump gibt sich trotz der ganzen Aufregung jetzt im Vorfeld schon beruhigt. Bis jetzt hat er noch keinerlei Beweise für Wahlbetrug gesehen. Er hat auch relativ klar gemacht, was mit denen passiert, die Wahlbetrug begehen sollten. Die landen einer nach dem anderen im Gefängnis, hat er es öfteren schon angekündigt. Hat er auch gesagt, er wäre Diktator für einen Tag. Er lässt ein bisschen Polizeigewalt walten und so weiter und so fort. Also hat er durchaus Dinge angekündigt, die nicht jedem schmecken natürlich, und hat sich dadurch wohl auch bei gewissen Mutes, bei gewissen Maultieren auch etwas Respekt verschafft. Wir werden sehen, wen wir da noch alles sehen werden. So, und dann eine ganz schöne Aussage von Donald Trump, die hören wir uns jetzt kurz an. But with your support, we'll bring back our nation's strength, dominance, prosperity, and pride. We're going to do it. This will be America's new golden age. 100 years from now, the new golden age. 100 America's new golden age. Also, Donald Trump ruft hier das neue goldene Zeitalter für Amerika aus. Und ja, das hört man doch gern, würde ich sagen. Und das ist genau das, was hier auf alle Fälle verhindert werden soll. Ja, wir machen weiter, wo wir gerade beim goldenen Zeitalter sind. Lassen wir doch die Geistlichkeit ein Wort dazu sagen. In einem offenen Brief drängt Erzbischof Vigano darauf, oder drängt stark darauf, dass Katholiken hier für Präsident Donald Trump wählen, stimmen sollten. Er natürlich nicht der ein, eventuell, ja. Er eventuell der einzige Katholik oder höher gestellte Katholik mit dieser Meinung. Ich weiß nicht, wie der Papst es sieht, ob er tatsächlich Donald Trump favorisiert. Wir erinnern uns an dieses schöne Foto, als Donald Trump im Vatikan vorbeigeschaut hat nach seiner Reise in Saudi-Arabien und Israel, wo er damals war. So, dann, ja,
Seht ihr schon im Titelbild, was für Fotos heißt es hier? Plötzlich bedient Trump bei McDonald's oder wie es dann spaßhaft genannt wurde, Donald's. Und ja, gab es ein gutes Meme. Wenn du das Spiel durchgespielt hast, alle Endgegner besiegt hast und ja nur noch die Exa-Quests erledigen möchtest, dann ja, machst du genau das. Wie gesagt, der Wahlkampf von Donald Trump, ein Durchmarsch, kann man glaube ich so sagen. Und allein mit dieser eventuell ja, ungeplanten Aktion hier, hat er auf Kamala Harris' Aussage hier reagiert, dass er sich hier eine Viertelstunde zu McDonald's stellt. Ja, er hat es einfach drauf, wenn es ums Marketing geht, und es läuft einfach für Donald Trump in diesen Tagen. Und ja, wie gesagt, wunderbare Bilder, unbezahlbare Wahlkampfbilder heißt es hier. Donald Trump verkauft Pommes bei McDonald's. Eventuell eine Sache, die Robert F. Kennedy Jr. nicht so gefällt. Er möchte Amerika wieder gesund machen. Und Donald Trump sieht das, glaube ich, etwas anders. Seine Lieblingsspeise wohl, ja, Pommes und die Cola Light. Aber auch, ja, muss jeder selber wissen. Und ja, das ist dann dabei rausgekommen. Präsident Trump, McDonald's memes, ja, postet eure Favoriten hier, McTwiggert. Aber was haben wir noch? Trump fixed the ice cream machine. I'm loving it. Ja, und mein Favorit ist entweder dieses Foto hier, natürlich unglaublich, was hier gemacht wird. Und es gab dann ein kleines Video. Wir haben doch vor ein paar Monaten gesehen, als hier Kim Jong-un und Putin in meinem Auto gefahren sind. Und ja, sie besuchten dann Donald Trump bei McDonald's und beim Drive-Thru. Ja, wunderbare Geschichte. Der Humor obsiegt in diesen Tagen und das ist doch eine gute Sache. So, und als, ja, also, wie gesagt, ein Riesenzufall mal wieder. 10 Tote. Entschuldigung, ein Toter, Entschuldigung. Und 10 Verletzte beim E. coli-Ausbruch, der mit McDonald's Quarter Pounder, also in Deutschland heißen sie ja Royal TS, Klassiker hier von Pulp Fiction. Ja, aber man möchte doch McDonald's hier nicht in ein schlechtes Licht drücken, weil man hier Donald Trump einen so guten Auftritt hier ja, gewährt hat. Genauso wenig, wie man Kuba jetzt mit Stromausfällen und Hurricanes transaliert, weil man sich den BRICS-Staaten anschließen will. Genauso wie wenig, wie die Türkei natürlich ebenfalls aufgrund eines BRICS-Staaten-Gesuches hier keinerlei Anschläge zu verzeichnen hatte. Alles Zufälle in diesen Tagen natürlich. Und ja, wer hätte es gedacht, diese Meldung wird Robert F. Kennedy Jr. der Mehr natürlich in seinen Aussagen passen. So, kommen wir zurück zum Wählen. Hier heißt es, Dominion veröffentlicht eine Drohbotschaft. Dominion beobachtet die Behauptungen rund um die Wahlen im November 2024 genau und empfiehlt dringend die Verwendung verifizierter, glaubwürdiger Informationsquellen. Wir sind weiterhin voll und ganz darauf vorbereitet, unser Unternehmen und unsere Kunden gegen Lügen und diejenigen, die sie verbreiten, zu verteidigen. Ja, wunderbare Sache. Dominion gab es ja 2020 keinerlei Auffälligkeiten, weder in den USA noch irgendwo anders. Und ja, nichtsdestotrotz geht's wohl schon los, wie heißt es, Georgia, Pennsylvania und nun auch Tennessee sind die jüngsten Bundesstaaten, die Fälle von Wahlbetrug gemeldet haben, darunter auch angebliche Stimmenfälschungen in Wahlsystemen von Dominion. Dabei handelt es sich nicht um Einzelfälle, sondern um eine Welle an Beschwerden. Ja, die Amerikaner sind wach und einen Betrug wie im Jahr 2020 hier durchzuführen, wird nicht nur sehr viel schwieriger gemacht werden, sondern es wird dieses Mal mit Sicherheit nicht nur vom US-Militär, das sich alles ja, genau aufgeschrieben hat, sondern, ich weiß, Märchen, sondern auch von den aufgewachten Amerikanern sehr genau beobachtet werden. So, und dann ja hier kurze Aussage eines Mannes. Wähler im texanischen Tarrant County berichten, dass die Wahlmaschinen ihre Stimmen von Trump auf Kamala Harris umstellen. Die Wähler fordern alle der anderen auf, ihre ausgedruckten Stimmzettel vor der Abgabe zu überprüfen. Berichten zufolge sahen Leute, die Trump auf dem Stimmzettel auswählten, Harris auf dem gedruckten Stimmzettel. Dies ist die Aussage des republikanischen Vorsitzenden aus Tarrant. Ja, wird lustig, wird spannend und wehe dem, der es hier tatsächlich nochmal versucht,
ich bin gespannt, was sie drehen. Das wird mit Sicherheit witzig. So, und dann, ja, diese Frage hier von der Westen. Beim Harris-Sieg droht ein neuer Trump-Aufstand in den USA. Das ist natürlich das, was man dann provozieren möchte. Auch wenn es nach wie vor ein knappes Rennen ist, ja, 60-30, sehen Politbeobachter nach wie vor einen Sieg, oder 60-40, Entschuldigung, einen Sieg für Kamala Harris. Doch damit verbunden wächst die Angst, dass Ex-Präsident Donald Trump erneut zu einem Aufstand aufrufen könnte, wie damals der Sturm auf das US-Kapitol vor 3 Jahren. Sind fast 4 Jahre inzwischen. Donald Trump ist nachweislich nicht daran schuld gewesen, sondern ja, FBI, Antifa und so weiter. Und ja, es ist auch hier nichts knapp, dass hier Politbeobachter Folgendes oder Ähnliches in den Mainstream-Medien bringen, dient meines Erachtens eher eines Narrativs, das man an einem Wahltag eventuell doch noch verkaufen kann, dass Kamala hier zumindest knapp verloren, wenn nicht sogar gewonnen hat. Das muss man alles jetzt schön schreiben für diejenigen, die eben nicht auf Polymarket sind. So, und dann haben wir noch eine ganz besondere Karte, die nur zu ganz speziellen Anlässen ausgepackt wird. Ja, die gute alte Hitler-Karte. CIA-nahe Autorin Applebaum wird für Trump ist Hitler-Artikel verspottet. Haben wir schon gesehen, der Atlantic in der letzten Sendung. Trump spricht wie Hitler, Stalin und Mussolini, also ja, trilingual sozusagen. Anne Applebaum von The Atlantic hat behauptet, die Rhetorik des ehemaligen US-Präsidenten Trump ähnle der von berüchtigten Diktatoren wie Hitler, Mussolini und Stalin. Sie ist die Ehefrau von Radoslav Sikorski, der in einem berüchtigten Ex-Posting den USA für die Sprengung der Nord Stream Pipeline dankte. Wir erinnern uns. Auch an diesem Post haben wir ihn denn dabei. Ja, ganz zufällig. Ja, hier, auch zeitloser Klassiker. Ach, es ist wirklich eine Show seinesgleichens, die hier geboten wird. Nun gut, wir bleiben bei den Hitler-Vergleichen und ja, jetzt wird es tatsächlich wild. Wir hören sie uns an. So yesterday we learned that Donald Trump's former chief of staff, John Kelly, a retired 4-star general, confirmed that while Donald Trump was president, he said he wanted generals like Adolf Hitler had. Donald Trump said that because he does not want a military that is loyal to the United States Constitution. He wants a military that is loyal to him. He wants a military who will be loyal to him personally, one that will obey his orders even when he tells them to break the law or abandon their oath to the Constitution of the United States. In just the past week, Donald Trump has repeatedly called his fellow Americans the enemy from within, and even said that he would use the United States military to go after American citizens. So. Kurz Übersetzung hier. Gestern erfuhren wir, dass Donald Trumps Stabschef John Kelly, ein pensionierter 4-Sterne-General, bestätigte, dass Donald Trump während seiner Präsidentschaft gesagt habe, er wolle Generäle wie Adolf Hitler, also wie Adolf Hitler sie hatte. Er will kein Militär, das der US-Verfassung treu ist, er will ein Militär, das ihm gegenüber loyal ist. Ein Militär, das seinen Befehlen gehorcht. Kamala unterstellt weiter, Donald Trump würde sie und mich als inneren Feind bezeichnen, also die Amerikaner als Feinde bezeichnen. Ja, und hier ist dann, ich rieche Angst, ich rieche Panik. Ja, das ist wohl das, was hier zu konstatieren ist. Wie gesagt, die letzte Karte, die man da spielen kann, die Hitler-Karte, die heißt es nochmal. Hitler hat auch gute Dinge getan. Ex-Stabschef enthüllt Trump-Aussagen. Ja, auch einige gute Dinge getan. Präsidentschaftskandidat wünscht sich laut Kelly Generäle wie Hitler. Sie hatte das natürlich vor allem eine Aussage, die den Deutschen wieder auf Linie bringen, dass wir gar nicht darüber nachdenken können, dass Trump vielleicht doch der Gute ist. Trumps Schockaussagen heißt hier, es droht Schlimmstes. In welcher intellektuellen Verfassung befindet sich Donald Trump? Eine neue Recherche weckt erhebliche Zweifel an der Führungsqualität des Ex-Präsidenten. Ja, auch hier die Sache der Generäle Hitlers. Und ja, nochmal ein kleiner Gedanke hierzu. Von wegen neutral im deutschen Mainstream überwiegt der Hass auf Trump, aber das ist ja jetzt wirklich nichts Neues. Man muss sich nur ganz, ganz langsam mit gewissen Wahrheiten, glaube ich, auch anfreunden, denn ja, er wird es dann am Ende des Tages wohl werden. Und
wo wir gerade bei Deutschland sind, fand ich diese Aussage ganz gut. Von der RT-Chefin Simonian. In Ostdeutschland leben Deutsche, im Westen deutschsprachige Amerikaner. Fand ich gut. Aber das nur am Rande. So, dann kommen wir zurück zu dieser Bromance zwischen Elon Musk und Donald Trump. Für eine Demokratie ist so eine Allianz gefährlich, also für unsere Demokratie ist so eine Allianz gefährlich. Elon Musk zieht im US-Wahlkampf zunehmend Aufmerksamkeit auf sich, an der Seite von Donald Trump. Der US-Experte Christian Lammert sagt, dabei gehe es nicht darum, unentschlossene Wähler zu gewinnen, und er benennt ein grundsätzliches Problem. Ja, böse Milliardäre, gute Milliardäre, wir kennen das Problem. Wäre zum Beispiel ein Steve Gates, Bill Gates bereit, Kamala Harris etwa 50 Millionen zu spenden, wäre das alles kein Problem. Hey, hat er ja gemacht, werden wir gleich noch sehen. Aber das ist natürlich kein Problem, war es auch nie, wie gesagt, die richtige Ideologie ist das Entscheidende. So, und es ist nicht nur Musk, der hier eine unheilige Allianz mit Trump geschmiedet hat, sondern es sind auch andere, zum Beispiel hier Joe Rogan, zu dem Donald Trump jetzt morgen am Freitag kommt, oder ja, die ehemalige Demokratin Tulsi Gabbard, die sich nun der Republikanischen Partei angeschlossen hat. Also, es geht dahin, ich habe es schon vor wenigen Wochen angekündigt, es wird sich eine Allianz rund um Donald Trump bilden, die nicht mehr mit ihm zu vergleichen ist. Was 2020 los war, sondern ja, die Amerikaner haben die Schnauze voll, wollen ihr Land zurück und sehen in Donald Trump ebenfalls ja die größte Chance, die sie haben. So, und Musk ist sogar überzeugt, das Schicksal westlicher Zivilisation hängt an Trump. Er hat es ja angedeutet, wenn Trump verliert, ist er am Arsch, und das gilt für viele, viele andere wohl auch. Der Hightech-Milliardär Elon Musk ist sich sicher, die kommende US-Wahl Anfang November wird zusammen mit dem Schicksal Amerikas über das Schicksal der westlichen Welt, der westlichen Zivilisation entscheiden, und ja, das kann man durchaus in meinen Augen so unterstreichen, wenn Trump verliert, wenn sie es noch einmal schaffen, hier an der Macht zu bleiben, dann wird von unserer Demokratie schon noch was übrig bleiben. Es wird sich allerdings nicht mehr Demokratie anschimpfen dürfen, oder eben gar schon, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. So, Elon Musk, was dem System Angst macht, was der Maschine Angst macht, ist die Tatsache, dass Donald Trump keine Marionette ist. Er ist eine reale Person und niemandem verpflichtet. Deshalb versuchen sie, ihn umzubringen. Und das gilt inzwischen wohl nicht nur für Donald Trump, sondern auch für Musk selber. Kommen wir gleich drauf. Eine weitere Aussage hier noch von Elon Musk. Kamala ist nur eine Marionette. Wenn der Teleprompter kaputt geht, weiß sie nicht, was sie sagen soll. Ich nenne sie einfach die Maschine. Als die beiden Marionette nicht funktionierte, haben sie eine neue Marionette bekommen. Es ist alles dieselbe Maschine. Es ist undemokratisch, was Biden angetan wurde. Es ist bizarr zu behaupten, Trump sei eine Gefahr für die Demokratie, wenn das, was Biden passiert ist, völlig undemokratisch war. Das ergibt keinen Sinn. Biden, ja, einfach gegen seinen Willen wohl aus dem Präsidentschaftsrennen geschasst. Mit Biden hätten wir mit Sicherheit ein bisschen lustigere Zeiten verbracht. So, dann gab es ein linken Treffen, ein bisschen off-topic jetzt, auf dem ja bizarre Figuren präsentiert wurden. Ich lasse das hier, haben sich andere schon drüber aufgeregt oder sich lustig gemacht. Ich, ist nicht mein Stil. Allerdings diese Aussage, es sollte keine Milliardäre geben. Das ist die neue linken Spezier. Es sollte keine Milliardäre mit der falschen Meinung geben. So rum ist es dann wohl richtig. Aber ja, beschäftigen wir uns nicht mit den Linken. Die haben genug mit sich selbst zu tun. Zurück zu Elon Musk. Zum Staatsfeind erhoben. Musk verstärkt Sicherheitsvorkehrungen nach Spiegelattacke. Unser Spiegel in Deutschland. Was war da los? Nicht nur linksliberale US-Medien attackieren Trump und Musk, auch aus Deutschland schlägt den beiden medialer Hass entgegen. Der Spiegel erklärte den Milliardär sogar zum Feind Nummer 2, Staatsfeind Nummer 2. Das Ganze schlägt nun größere Wellen und sorgt in den Vereinigten Staaten für Aufregung. Ja, der Spiegel spielt da eventuell etwas mit seiner Existenzberechtigung, sage ich mal. Durchaus ja auch. Man muss sich nur mit der Gründung des Spiegels mal ein bisschen auseinandersetzen. US-finanziert, ich sag's mal so. Trump-Kumpel Elon Musk und Trump und Bill Gates hier nicht ebenfalls während der Corona-Pandemie Gelder für den Spiegel, aber ja, muss nichts bedeuten. Hier heißt es Trump-Kumpel Elon Musk, Staatsfeind Nummer 2. Elon Musk gehören mächtige Firmen, Raketen, Satelliten, das Netzwerk X. Nun nimmt er gemeinsam mit Donald Trump sein größtes Projekt ins Visier, die Zersetzung der liberalen Demokratie.
Ja, auch das riecht so ganz, ganz leicht nach einer gewissen Panik, die da in Hamburg momentan herrschen dürfte. Und ja, Elon reagiert. Angebliche Gefahr für sein Leben. Elon Musk erhebt nach Spiegelbericht absurde Vorwürfe. Ja, lieber Spiegel, absurd. Ich denke, man kann das eventuell sogar auch Einmischung ausländische Kräfte in den US-Wahlkampf nennen. Ich weiß nicht genau, wie man das dann sehen wird, wenn die Dinge geklärt sind. Elon Musk deutet an, dass ein aktueller Spiegelbericht dazu ermutigt, ein Attentat auf ihn zu verüben. Unterstützung bekommt er von Trumps Ex-Botschafter Richard Grenell. Der Spiegel steht zu seiner Berichterstattung. Ja, wunderbare Sache, lieber Spiegel. Hier nochmal ein kleiner Nachtritt. Twitter hat sich unter Musk in eine Kloake verwandelt, aber das ist nur folgerichtet. Ja, das ist die Argumentation, die dann kommt. Da wird die Fäkalsprache ausgepackt. Donald Trump und Elon Musk nutzen soziale Medien, um zu hetzen und zu spalten. Den Hass bitte nicht vergessen. Der Medienwissenschaftler Josef Vogel erklärt, wieso das Netz für Feinde der liberalen Demokratie so attraktiv ist und was die Politik tun kann. Ja, heult alle ein bisschen leiser. Vor 4 Jahren, als Twitter noch ganz fest in Hand der Linken waren, hier rechte Meinungen zensiert wurden, konservative Meinungen zensiert wurden, wie es ihnen gepasst hat, wir haben es alles gesehen, da gab es Anrufe direkt bei Twitter, hier die Post zu löschen, wie es den Einzelnen einfach getaugt hat. Und ja, da hat sich niemand aufgeregt. Also niemand, dessen Stimme danach nicht zensiert wurde. Ich sag mal so, nun ist das Ganze umgekehrt und nun ist es natürlich die große, große Katastrophe für unsere Demokratie. Für jeden, der es sehen möchte, sehr offen zu sehen in diesen Tagen, was hier los ist. So, dann natürlich auch weiterer Druck. Musks Imperium riskiert hier von der EU ins Visier genommen zu werden. Ja, die EU, die hier momentan alles ins Visier nimmt, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist, was auch wieder aussagt, dass man hier sich eventuell schon in einer recht finalen Phase befindet. Und dann hier dieses kleine Meme. Woher kommt nur der Hass? Angriffe auf Politiker und ja, hier Staatsfeind Nummer 2, wie gesagt, die Ideologie muss stimmen, dann befinden wir uns in unserer Demokratie. Wenn die Ideologie nicht stimmt, dann sprechen wir hier von Hass und Hetze und dann ist Hass auch Hetze auch okay. Ja, für jedermann zu sehen. So, dann heißt es hier bei den New York Times, US-Behörden finanzieren und kämpfen gegen Elon Musk. Eine Trump-Präsidentschaft könnte ihnen die Macht über ihn, über diese Behörden geben. Diese Effizienz, die, also Department of Government, das Amt für Regierungseffizienz, Dodge genannt hier, das von Musk geleitet werden soll. Also Elon Musk plant, für Trump den Staat zu reduzieren nach der US-Wahl. Ja, das ist natürlich was den Menschen überhaupt nicht schmeckt, dem lieben Beamtentum, wenn hier reduziert wird, wie es zum Beispiel mit Twitter und X gemacht wurde. Ich glaube, Musk hat erstmal 70% der Leute rausgeschmissen oder waren nur noch 30 übrig insgesamt und X funktioniert wunderbar. Ähnliches könnten wir ja mal mit der einen oder anderen Behörde auch probieren. Man stelle sich vor, wie es wäre, wenn, ich will jetzt da keine speziellen Behörden nennen, aber eine Behörde mit 75% entlassenen Beamten sozusagen immer noch und eventuell sogar effizienter funktioniert als zuvor, wäre ein Skandal für die diversen Wasserköpfe, die sich da in den letzten Jahren aufgebaut hatten. Nicht nur in den USA. So, zurück zum Spiegel. Musk erhebt schwere Vorwürfe. Sie ermutigen Menschen, Trump und mich, zu ermorden. Und ja, das darf man dann durchaus schon als eine Art diplomatische Krise ansehen, die hier gestartet wird. Und ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht für den Spiegel, aber auch für andere Medien. Ich denke, da darf man sich streiten, wer da den ersten Preis bekommt. Hier heißt es der Teufelspakt. Die deutsche Presse lässt nichts mehr aus, um Elon Musk und Donald Trump zu dämonisieren. Erster Spiegel, jetzt der Stern. Das muss dieser Hass- und Hetze-Ding sein, von dem alle reden. Ja, der Teufelspakt. Was für eine Show und was für eine Peinlichkeit. Schön, dass es diese Printmedien überhaupt noch gibt, ich denke. Das wird auch irgendwann mal vorbei sein.
So, und ich habe schon angedeutet, kein Problem ist natürlich, wenn ein gewisser Bill Gates, der ja, wissen wir alle, ein Philanthrop ist, hier im Privaten sagt, dass er bereits 50 Millionen US-Dollar an Harris gespendet hat. Alles kein Problem. Bill Gates ist ja schließlich auf der guten Seite. Meint man zumindest. Da springt jetzt in diesen Tagen ein Robert F. Kennedy ein. Hier heißt es, Robert F. Kennedy gegen Bill Gates wurde Anklage erhoben. Jubel der Mengen. Er wurde in den Niederlanden angeklagt, weil er die Öffentlichkeit über den Covid-Impfstoff belogen hat. Und er wird vor Gericht gestellt werden müssen. Ob in den Niederlanden oder in den USA, werden wir sehen. Und ja, damit bleiben wir doch bei den Reichen und den Schönen. Und auch das ist natürlich ein großes Thema jetzt bei den Wahlen. Hier heißt es, hey Kamala Harris, ich höre, du liebst das Venn-Diagramm. Hier ist ein sehr einfaches, das sogar du verstehst. Also wir haben ja eine Schnittmenge aus der Epstein Gästeliste und der Diddy-Gästeliste. Und die Schnittmenge ist dann alle Celebrities, die jetzt damit beginnen, hier Kamala Harris zu unterstützen. Da gab es noch ein anderes Gutes, haben wir es hier dabei. Der ist auch gut, natürlich. So, und wo wir bei der Epstein-Liste sind, G.D. Vance, Trumps Running Mate als Vizepräsident, sagte, dass die Jeffrey Epstein-Kleinliste unbedingt hier veröffentlicht werden muss. Also das ist wohl das, was hier im Hintergrund noch mitschwelt. Und die Jeffrey Epstein-Liste ist wohl nicht der einzige. Wir reden dann auch vor allem über P. Diddy. Und ja, hier sind sie alle, die Celebrities, wie es immer so schön heißt. Eminems kontroverse Trump-Kommentare zeigen, dass er tauchen wieder auf, nachdem er eben Obama hier unterstützt, der für Kamala Harris hier eben auf die Bühne getreten ist. Was hat er gesagt? Der Rapper hat Trump beschuldigt, seine Supporter das Gehirn zu waschen und ein Rassist zu sein. Ja, immer wieder die gleichen Vorwürfe. Und ja, hier heißt es, Eminem unterstützt Harris hier gemeinsam mit Obama, rappt seinen Song. Und Eminem, bei der 52 ist er schon, bei der Wahlkampfveranstaltung in Detroit. Ja, und er war auch mal so cool. So heißt es, wieso Eminems Unterstützung für Kamala Harris hier ein großer Deal sein könnte, während sie hier die Michigan Voters Wähler hier ins Visier nimmt. Ja, für die, die es noch glauben wollen und für die eine Unterstützung durch einen Prominenten wichtiger ist als das, was dann tatsächlich passiert. Und ja, wie gesagt, wer sich ein bisschen anschaut, der sieht, welche Gründe Eminem eben eventuell haben könnte, hier für Kamala einzustehen oder besser gesagt gegen Trump. Wenn Sie sich fragen, warum Eminem für Kamala wirbt und seit Jahren ein leidenschaftlicher Trump-Hass ist, dann hat das nichts mit Politik zu tun. Der Grund dafür ist, dass Eminem mit Rachel Chandler, einer Kollegin von Diddy und Epstein, in Verbindung steht. Er hat ein paar Leichen im Keller, die er nicht ans Licht bringen will, wie gesagt. Rachel Chandler. Hier. Eine große, mysteriöse Unbekannte, die eventuell zu gegebener Zeit noch auftauchen wird. So, dann der nächste Prominente. Vor seinem Durchbruch mit der Rolle in Die wilden 70er war Ashton Kutcher 1998 Model für Abercrombie & Fitch, nachdem er den Wettbewerb Fresh Faces of Iowa gewonnen hatte. Nun angeblich wegen des wachsenden Diddy-Skandals plant Kutcher angeblich nach Europa umzuziehen, um Abstand von dem Drama zu gewinnen. Und ja, wieso erwähne ich jetzt Abercrombie und Fitch? Werden wir gleich sehen. Zuerst ja noch einen weiteren Hinweis auf den nächsten. Also LeBron James muss wegen seiner Verbindung zu Diddy und der Kommunistischen Partei Chinas ermittelt werden. Er ist mehr als nur ein Basketballspieler. Und ja, auch Taylor Swift wird immer wieder genannt. Taylor Swifts PR-Team tut alles, um alle Spuren von ihr und P. Diddy aus dem Internet zu löschen. Ja, die Welt ist klein. So, dann ist sich die Pussycat Dolls Sängerin sicher, es werden mächtigere Männer als Diddy fallen. Was ist da in diesen Tagen los? Kaya Jones, Ex-Sängerin von der Pussycat Dolls, spricht von einem größeren Missbrauchsnetzwerk hinter Rapper Diddy. Und ja, so geht's weiter.
am Missbrauch geht über Didi hinaus. Hier nur die Spitze des Eisbergs. Ihr merkt, auf was ja, die Menschheit hier vorbereitet wird. Nein, hat nichts mit irgendwelchen Verschwörungen rund um elitäre Kräfte zu tun, die hier auf satanistischen Partys Kinder missbrauchen, ist weiterhin natürlich eine Verschwörungstheorie. Und weit, weit weg von der Realität. Und ja, es ist auch nicht so, dass hier einer nach dem anderen fällt. Ex-Abercrombie-Chef Jeffries wegen Sexhandel angeklagt. Der frühere Chef des US-Modekonzerns Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries, ist verhaftet und wegen Sexhandels mit männlichen Models angeklagt worden. Wie die Staatsanwaltschaft in New York am Dienstag mitteilte, werde der ehemalige Vorstandsvorsitzende, sein Partner Mason Smith und ihr Vermittler James Jacobson beschuldigt, ein System organisiert zu haben, bei dem die Models zu Sexpartys rund um die Welt geschickt wurden. Ja, hier reden wir mal wieder von Systemen und nicht von den berühmten Einzelfällen. Und ja, hier ist es. Ex-Vorstandschef von Abercrombie & Fitch verhaftet. Modemogul soll Männer zum Sex gezwungen haben. Der wievielte ist es jetzt? Nein, alles natürlich Verschwörungstheorien. Hier gibt es nichts zu sehen. So, zurück zu Diddy. Anwälte wollen Namen der Opfer. Schaut, Diddy Combs beklagt einen unfairen Prozess. Wir werden sehen, wie das Ganze weiterlaufen wird. Jetzt also Diddy Combs wird beschuldigt, hier seinen persönlichen Trainer unter Drogen gesetzt zu haben und seinen Körper rumgereicht zu haben wie eine. Es gibt da sehr unpassende Ausdrücke, die ich jetzt nicht wählen will. Ich rede hier von einem. Ja, egal. Also, er wurde rumgereicht. Unter Drogen gesetzt und das ist natürlich das nächste, was hier aufkommt. Ich denke auch nicht die letzte Geschichte. Vorwürfe immer krasser, heißt es dann hier bei der Bild-Zeitung. Wie gesagt, es steht in der Bild-Zeitung. Diddy soll 13-Jährige mit Promi-Paar missbraucht haben. Mit einem Promi-Paar. Ja, da werden auch hier weitere Namen auftauchen. Und hier, ich zeige die Bilder jetzt nicht. Hier, das bin ich ganz. Hier heißt es. Wieder aufgetauchtes Filmmaterial zeigt, wie Diddy die 13-jährige Schauspielerin David Jace zu einer seiner berüchtigten Afterpartys einlädt. Gegen Diddy wird nun eine neue Klage erhoben, in der ihm vorgeworfen wird, ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben, während zwei andere Prominente, ein Mann und eine Frau, dabei gestanden und zugesehen haben sollen. Wer das jetzt genau ist, wird sich zeigen, aber ja, es geht eben hier auch tatsächlich vor allem um den Vorwurf des Kindesmissbrauchs. Wie gesagt, ist natürlich eine Verschwörungstheorie. Bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Das wird alles erst der Anfang sein. So, und ja, die Tagesschau bereitet sich auch schon vor. Wer hätte es gedacht? Manipulierte Bilder, KI-Fakes und Verschwörungen. Ja, liebes Zusehervolk, hier gibt es nichts zu sehen. Rund um die Missbrauchsvorwürfe gegen den US-Superstar Diddy Combs werden vor allem auf TikTok Fehlinformationen und abstruse Verschwörungserzählungen verbreitet. Viele der Inhalte sind manipuliert oder KI generiert. Ja, alles nicht so schlimm. Glauben Sie nichts, was im Internet steht, sondern glauben Sie weiterhin nur uns. Hat ja die letzten Jahre immer wunderbar funktioniert. Panik. So, und ja. Da wir jetzt schon in Deutschland angelangt sind, bleiben wir beim Thema. Bleiben beim Thema des Missbrauchs und ja, wie man ihn sich hier das letzte Jahrzehnt, sag ich mal, importiert hat. Zahl der Sexualstraftaten gegen Frauen innerhalb von 10 Jahren fast verdoppelt. Ja, woran das wohl liegt? Jeder, der hier Vermutungen äußert, ist natürlich ein böser Nazi. Und ja. Weitere Meldungen aus den Pisten Deutschland. Kind auf Spielplatz angegriffen. Mann, 35, ein Mann mal wieder, wollte 3-Jährige vergewaltigen. Ja, Politiker fordert nun Videoüberwachung für Spielplätze. Ja, das ist die. Ich will da nicht lachen, aber es ist so billig. Man importiert sich das Problem und schafft dann Lösungen, indem man die ganze Bevölkerung zu überwachen versucht. Das ist. Ja, ich kann da gar nichts mehr dazu sagen. Anstatt dass man hier mal wirklich das Problem anpackt, aber das will man ja anscheinend nicht. Es gibt ja durchaus auch gewisse Pläne, die das andeuten. Hier heißt es dann. Ja, Messerattacke auf Mädchen. Entscheidung steht kurz bevor. Also hier hat ein Mann mal wieder
ein vierjähriges Mädchen mit Messerstichen angegriffen und schwerst lebensgefährlich verletzt. Und hier war jetzt der letzte Verhandlungstag und ja, ihr glaubt es kaum. Ich such's kurz raus. Ja, hier haben wir es. Messerattacke auf vierjährige. Mann muss dauerhaft in Psychiatrie. Er ist natürlich schuldunfähig. Eine Vierjährige geht mit ihrer Mutter einkaufen und wird von einem Mann mit einem Messer attackiert. Vor Gericht sprach er von göttlicher Eingebung. Ja, nun fiel das Urteil. Und wenn Gott, Allah, wahrscheinlich in diesem Fall höchstpersönlich, hier, den Menschen sagt, was sie zu tun haben. Ja, was soll der Mensch dann machen? Und dass die Gerichte da entsprechend milde natürlich dann reagieren und den guten Mann jetzt in die Psychiatrie schicken, ist nur recht und billig. Was für Zeiten, in denen man hier lebt. Die gute Nachricht ist, dass dieses Pendel dabei ist, zurückzuschlagen und diese Dinge nicht mehr lange von Bestand sein können. So, ja, wir machen weiter. Elite-Polizist schwer verletzt, Frauenkiller stirbt bei Explosion im Weinkeller. Das Ganze in diesem Fall in Österreich. Nun passiert. Schicker Wagen. Und auch Österreich. Immer wieder eine Meldung wert. Wiener Lehrer alarmiert. Haben reine Araberklasse. Sprachförderung durch Integration in den normalen Unterricht wird in Wien immer schwieriger. Es gab sogar die Aussage, dass die österreichischen Schüler, die drei, die es noch gibt, von den Arabern wunderbar integriert werden. Und ja, dann noch ein Gruß aus Kärnten. Auch Mitschülerin attackiert, heißt es. Sechsjähriger Bub verprügelt Lehrerin in der Volksschule. Unfassbarer Vorfall in einer Volksschule in Kärnten, also eine Grundschule. Ein Erstklässler soll eine Mitschülerin attackiert und auf eine Pädagogin eingeschlagen haben. Macht Bock auf die Zukunft, auch in Kärnten. Das Messerverbot scheint in Deutschland inzwischen zu greifen. Mann schlägt mit Hammer auf Mädchen ein, auf einer Klassenfahrt in Berlin. Dies sollten doch verboten werden oder abgeschafft werden. Vielleicht ist es ja besser, dass solche Vorfälle dann nicht mehr passieren. Ja, und dann noch der Schwerverletzte im Kreis Peine. Mann attackiert im Dorf vier Menschen mit Messer. Also irgendwas muss es mit diesen Männern in diesen Tagen auf sich haben. Ist ja immer gleich zum Messer gegriffen. Wird hat mit Sicherheit keinerlei religiöse oder kulturelle Hintergründe. So, dann fasst Reitschuster zusammen. Messerattacke, Musikverbote und Migrantenschlachten. Deutschland 2024. Polizei sprengt legale Partys, während Messerattacken zunehmen. Ja, wie gesagt, hier keinerlei Pläne natürlich dahinter zu entdecken. Nun gut. So, zuwandernde Kriminalität. Polizeichefin wacht in Realität auf. Barbara Slowik räumt ein. Berlin am Limit der Belastbarkeit. Und das hier natürlich erst seit gestern. Immer das Gleiche. Asylbewerber mit mehreren Identitäten. Land hat keinen Überblick. Und hier ist es dann Geschäftsmodell Pflegefamilie, wie ein syrischer Migrant mit 5 Flüchtlingskindern über 13.000 Euro vom Staat kassiert. Ja, scheint durchaus ein einträgliches Geschäft auch für den Einzelnen zu sein, das sich hier bietet. Natürlich alles steuerfinanziert und ja, wo wir beim Steuerfinanzierten sind, kurz auf das Gebührenfinanzierte hier von ZDF heute. Man hat ein Interview gemacht. ZDF-Team trifft Mann in Kabul, ganz wichtig, abgeschoben nach Afghanistan. Und jetzt, Achim wurde Ende August nach Afghanistan abgeschoben. Der verurteilte Straftäter ist jetzt auf freiem Fuß. Sein Wunsch zurück nach Europa. Ein ZDF-Team hat mit ihm gesprochen. Schön, dass man sich auch solchen Menschen da annimmt. Gebühren finanziert. Und hier heißt es dann, doch können Geflüchtete, die straffällig werden, per se einfach abgeschoben werden? Nein. Jeder Fall muss einzeln geprüft werden. Entscheidend ist nicht, wie sich die Person in Deutschland verhält, sondern wie gefährdet sie im Zielland ist. Was für eine Farce und danke, liebes ZDF heute, dass wir das da so schwarz auf hellblau hier präsentiert bekommen. Wie die Sachlage ist. Scheißegal, wie euch hier aufhört. Wir tun euch nichts. So, dann heißt es hier nach Teilstopp im Bundesrat, Union will verschärftes Sicherheitspaket. Das Sicherheitspaket der Ampel ist im Bundesrat zum Teil gestoppt worden. Im Vermittlungsausschuss könnte eine Lösung gefunden werden. Die Union macht nun deutlich, dass sie auf Verschärfung besteht. Naja, wir haben ja auch ein Problem und wenn hier eine Minderheit
Probleme macht, müssen wir natürlich die Mehrheit erstmal so weit kontrollieren, dass die Dinge hier nicht mehr passieren können. Und ja, wenn es um ein Sicherheitspaket geht, blicken wir kurz nach Köln. Deutschland, aufgrund der Zustände werden jetzt Gated Communities errichtet. Solche Wohngegenden sind eigentlich aus Ländern der dritten Welt bekannt. All jene, die sich leisten können, zumeist Menschen aus gehobenen, gebildeten Schichten, wohnen in bewachten, von Zäunen umgebenen Gated Communities. Draußen tobt ein Leben, das oft mit Zivilisation wenig zu tun hat und an Walking Dead erinnert. Wer seine Kinder und Familien in Sicherheit wissen will, setzt sie dieser neuen Normalität nicht aus. In Kürze auch in Deutschland, der kennt es vor allem auch aus den USA zum Beispiel. Die Gated Communities. Ja, wunderbare Sache. Schön, in einem so ja, offenen und freiem Land wie Deutschland leben zu dürfen. So, Asylstopp an der Grenze. Warum kann Polen das und wir nicht? Ja, eventuell will Polen das und wir nicht. Ja, alles eine Frage des politischen Willens. Und ja, schön, dass wir uns da dazu entschieden haben, auch jetzt die Flüchtlinge aus Gaza aufzunehmen. Warum werden sie von den 57 islamischen Ländern nicht willkommen geheißen? Na, hat nichts mit der Mentalität der Palästinenser natürlich zu tun. Und in Deutschland sind sie ja tatsächlich willkommen. Ja, hier haben wir schon zum Beispiel eine Talerhohn-Abteilung im Edeka-Markt, trotz Hasstrend bei TikTok. Ja, was macht eine Talerhohn-Abteilung im Edeka-Markt? Und hier dem Kellner nochmal. Politik der offenen Grenzen, das war ein Fehler. Fast schon rechtsradikale Aussagen hier der hessischen CDU-Generalsekretärin über Merkel. Ja, die CDU hat ja damit nichts zu tun, zumindest die heutige CDU nicht mehr. So, ja, wir wissen, wo das Problem liegt. Ich wiederhole es immer wieder, das Problem kommt eindeutig und ausschließlich von rechts, entweder aus Russland, wenn man auf die Karte blickt, oder eben aus Ostdeutschland. Warum junge Männer in Deutschland nach rechts abdriften, heißt hier Eltern, TikTok und Zukunftsangst. Die jüngste Shell-Studie offenbart alarmierende Tendenzen. Ein Viertel aller jungen Männer bezeichnet sich als rechts. Immer mehr Jugendliche fühlten sich von populistischen Botschaften angezogen. Experten sehen mögliche Ursachen im Elternhaus und in einer äußerst erfolgreichen Strategie der AfD. Nein, die Politik der letzten 10 Jahre hat da nichts, aber auch wirklich gar nichts mit zu tun. Hier ist es 870.000 gegen die Demokratie, Omas gegen Rechts und Volksverpetzer übergeben Petition für AfD-Verbot. Was sind das für wunderschöne Meldungen? Die Omas gegen Rechts und der Volksverpetzer. Es ist alles so richtig schön schlecht, was uns hier präsentiert wird. Und ja, zurück zu unseren Freunden aus Palästina. 12 Polizisten bei pro-palästinensischen Demonstrationen in Berlin verletzt. 57 Festnahmen. Ja, erneut kam es in Berlin während pro-palästinensischer Demonstrationen zu Angriffen auf Polizisten. Die Teilnehmer verwendeten Kennzeichen terroristischer Organisationen und beleidigten Beamten. 12 Polizisten wurden dabei verletzt. 57 Personen wurden festgenommen. Natürlich alles auch ja, steuerfinanziert, die ganze Scheiße. Schon mehr als 300 Judenhasser heißt es hier. Gaza-Clan schleust Hamas-Anhänger nach Berlin. Ja, hier unser Lieblingstalerhohn. ja, was soll man sagen? Was soll man dazu noch sagen? Studenten rufen Intifada an der Uni Kassel aus. Ja, der Krieg der Steine. Dürft ihr euch schon mal darauf freuen. Und ja, SEK-Zugriff in Brandenburg und Nordwestfalen. Libya plant den Anschlag auf Israels Botschaft in Berlin. Ja, auch Themen, mit denen man sich natürlich aufgrund der durchaus angespannten Lage im Mittelosten anfreunden muss, wohl bei den deutschen Behörden. Ja, es ist geplant, der Botschaftsanschlag haben bis zu 5 Behörden zuständig für einen Migranten. Hier gibt es einen Ausdruck, ich glaube, man sagt, auf der Nase herumtanzen. Ich glaube, das trifft es in diesen Tagen durchaus. Und ja, auch das führt natürlich dazu, dass auch der ein oder andere Beamte irgendwann mal die Schnauze voll hat. So, auch hier muss man natürlich, die Befugnisse ausweiten. Vereitelter Anschlag auf israelische Botschaft. Verfassungsschützer dringt auf mehr Befugnisse für Geheimdienst. Der Hinweis auf ein mutmaßlich geplantes Attentat auf die israelische Botschaft in Berlin kam von einem ausländischen Dienst, von dem auch sonst. Am Thürings Verfassungsschutzchef Kramer will daher die Abhörrechte der Geheimdienstler ausweiten. Ja. So, und dann haben wir hier noch diese Meldung aus den USA. Leck oder Hackerangriff. FBI ermittelt nach Veröffentlichung zu Israels Angriffsplänen gegen den Iran.
Was ist da los? Trump, ja, denkt mal wieder, dass es ein Feind aus dem Inneren ist, der hier für das israelische League verantwortlich ist. Ja, die Feinde im Inneren, die in den USA mehr und mehr ein Problem mit Trump zu bekommen scheinen. So, und wo wir gerade beim League sind, ja, passt überhaupt nicht zu Themen, die wir heute auch schon angesprochen haben. Hier heißt es, eine Whistleblower der Bundesregierung hat nun einen 347 Millionen schweren Vertrag offengelegt, in dem es darum geht, hier unbegleitete Minderjährige zu transportieren. Nein, hat nichts mit Kinderhandel natürlich zu tun, der hier eventuell von der Biden-Regierung staatlich finanziert wird. Wäre eine Verschwörungstheorie. So, zurück im Besten. Also, noch nicht ganz, aber wir haben damit zu tun. Unter einem Krankenhaus in Beirut, halbe Milliarde Dollar in Hisbollah-Bunker. Ich tippe auch auf den ein oder anderen Euro, der da steuerfinanziert ja, eingelagert wurde, mobilisiert wurde, um nach Friedrich Merz zu sprechen. Israels Militär veröffentlicht Geheimdienstinformationen. Ja, was ist da los? Säcke voller Bargeld und Plasmafernseher. Israelische Armee zeigt Aufnahmen von Sinwars Bunker. Hamas-Chef Sinwar war am Mittwoch im Gazastreifen getötet worden. Nun macht Israel öffentlich, wie der Terrorist zuletzt im Untergrund gelebt hat. Er erinnert ein bisschen an das Loch damals von Saddam Hussein mit Konserven, Bargeld und Waffen. Ganz klassisch. Hier schön eingebunkert. Ja, was soll man sagen? Und hier ist dann bei Flucht durch Gaza-Tunnel trug Sinwar-Witwe eine Luxushandtasche, eventuell ebenfalls steuerfinanziert. Wer weiß es heutzutage schon noch. So, und dann heißt es hier, er starb den Märtyrer-Tod, auf den anscheinend keiner mehr Lust hat. Hamas hat keinen Nachfolger für Sinwar. Also Israel mit seinen Säuberungsprozessen wird durchaus erfolgreich, wenn man das so sagen darf. Und ja, noch nicht fertig. Aussichtsreicher Nasrallah, Nachfolger, getötet. Hashim Safi al-Din galt als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge des getöteten Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah. Also sowohl die Hisbollah als auch die Hamas weiterhin führungslos. Und ja, auch im Irak heißt es hier, Anführer der IS-Terrormiliz im Irak getötet. Wenn wir uns anschauen, dass sowohl der IS als auch die Hisbollah als auch die Hamas durchaus gewisse Verbindungen zu westlichen Deep State-Akteuren haben, ohne da jetzt Namen zu nennen, kommt das mal wieder ja, als ein Schlag gegen den global operierenden und tiefen Staat hier ansehen. Und ja, um das geht es da tatsächlich am Ende des Tages. So, jetzt hat FDP will Steuergeld für Mittelmeereinsätze streichen. Was ist da los? Raus aus der Regierung. Baerbock zahlt Seenotaktivisten mit Trick Millionen. Ist man bei den Grünen eventuell, oder ist Baerbock eventuell privat daran interessiert, dass noch mehr hier aus ihrer Seenot gerettet werden? Wir wissen, wie das läuft, anstatt hier 20 Kilometer zurück nach an die afrikanische Küste gefahren zu werden. Da fährt man hunderte von Kilometern nach Sizilien, im Süditalien, Nordbotan und so weiter. Das Ganze auch, ich hab's heute irgendwie mit den deutschen Steuern, steuerfinanziert, natürlich. So, nichtsdestotrotz, ja, jetzt wird nachgeholfen. Deutschland vor, soll Firmen helfen. Habeck plant Milliardenpaket für die Wirtschaft, wo da das Geld herkommen soll. Schauen wir mal. Und ja, morgen, also heute, wird der Ampel ihr ganzes Finanzdrama schonungslos vor Augen geführt, heißt hier Steuerschätzung am Donnerstag. Ja, auch da wird sie zeigen, wie lange man denn noch vorspiegeln kann, dass man eben nicht in Pleite ist, vorspielen kann. Rechnungshof Habecks Klimafonds schon bald leer ist. Die Bilder werden immer besser. Müssen wir mal so eine Fotoreihe machen, die letzten dreieinhalb Jahre. Diese drei Figuren hier auf der Regierungsbank. Ja, sieht nicht gut aus. Habeck, Lindner, der es nicht mehr sehen kann. Und Scholz, der, ja, wahrscheinlich. Ja. So, und dann kleiner Seitenhieb von Trump mal wieder. Trump spottet über die Windkraft in Deutschland. Solarfelder sehen aus wie die Hölle. Ein Wahlkampfauftritt hat Trump gegen Windräder und Solarkraft gewettert. Mal wieder ein völlig unvernünftiger Vorschlag hier vom bösen Diktator Trump. Und dabei auch Deutschlands Windkraftpolitik verspottet. Ja, mehr als Spott ist da wirklich nicht mehr übrig. Sie haben sich fast selbst zerstört. Was Mut macht, ist hier dieses Fast. Eventuell hat Donald Trump dann auch für Deutschland was vor. Seine Familie stammt dann doch ja, aus der Pfalz, glaube ich.
bei einer Wahlkampfveranstaltung wette der gegen Windräder und Solarfelder und Felder und zog Deutschland als mahnendes Beispiel heran. Sie haben überall Windräder aufgestellt und der Wind wehte nicht so stark. Und wenn sie diesen Prozess fortgesetzt hätten, wäre Deutschland jetzt pleite. Ja, ach so, ja, wir sind pleite, glaube ich. So, und hier heißt es dann, Windkraft, Forschung bestätigt Gefahr durch Infraschallwelle, hätte es gedacht. Sehr tiefe Töne kann unser Ohr nicht wahrnehmen. Aber für unsere Zellen können die tieffrequenten Schwingungen sehr gefährlich sein. In einer Publikation zeigt eine Forscherin jetzt, wie chronische Infraschallbelastung durch Windräder zu weitreichenden Störungen durch unsere Gefäße führen kann. Die nächste Verschwörungstheorie, die sich in diesen Tagen auflösen darf. So, zurück zum bösen Klima. 13,7 Milliarden Euro Subventionen für Verbrennerdienstwagen. Was ist da los? Eigentlich sollten Firmenwagen für eine rasche Elektrifizierung unserer Fahrzeugflotten sorgen. Die aktuellen Subventionen von Dienstwagen haben ja eine gegenteilige Wirkung. Ja, man möchte sich eventuell als Verantwortliche nicht in diese Elektro-Mikrowellen setzen und sich darauf verlassen, hier auch ja, immer von A nach B kommen zu können. Und wo wir gerade bei den guten Ideen zum Klima sind, warum Wärmepumpen in Deutschland viel teurer sind. Ja, warum auch nicht werden, wenn es mal irgendwas billiger geht. So, dass es so weitergeht. Ja, dafür sorgt die Jugend. Haustiere sind CO2-Luxus. Welpenfeind ist neuer Juniorchef der Grünen. Ja, da haben wir einen. Jakob Blasel will die grüne Jugend nach dem Eklat in der Partei einmal weiter nach links retten, hätte ich gedacht. Und ja, dann noch letzte Worte von Ricardo Lang. Ich saß vor meinem Handy und habe gedacht. Es ist alles, Und wo wir traurig sind, hier, jetzt ist Schluss. Die Grünen setzen zum Countdown. Sie war es nicht, die Schulze, sondern wer hat hier einen Tim Kellner jetzt geklagt? Pester. Aber die bayerischen Grünen wollen sich die ständigen Angriffe nicht länger gefallen lassen und verschärfen auf ihrem Parteitag den Ton. Ein besonders Hofreiter und Roth heizen den Delegierten ein. Schulze greift eine Drohung von Ministerpräsident Söder auf. Ja, man hört sie. Sie wollen den politischen Gegner mit Wattebällchen beschmeißen, bis er blutet. So, Forscher empfehlen Null-Bock-Tage für jeden Arbeitnehmer. Fand ich da ganz gut, ein bisschen noch zu symbolisieren, wo es mit dem Wirtschaftsstandard Deutschland hingehen soll. Und ja, wo wir beim besten Deutschland gerade sind, ein Blog, einen Post hier von Miro. IWF senkt Prognose für Deutschland auf Null. Immerhin schrumpft die Wirtschaft zumindest laut dem IWF noch nicht. So, man ist allerdings dabei, jeden Tag ein neues Zugpferd, ehemaliges Zugpferd der deutschen Wirtschaft. Jetzt schließt auch Henkel sein erstes Werk in Deutschland. Vor 2 Monaten versicherte der CEO des deutschen Großunternehmens Henkel, dass man kein Werk in Deutschland schließen werde. Doch nun wird bekannt, bis zum Ende des Jahres schließt der Standort in Heidenau das einzige Werk in Ostdeutschland. Alle Mitarbeiter verlieren dann ihren Job. Ja, das wird die nächsten 2-3 Jahre noch so richtig, richtig spaßig. So, ja, und laut dieser SPD-Politikerin Katja Mast, Nomen ist Omen, würde der ein oder andere sagen, falsche Managemententscheidungen führen zu Stellenabbau. Und man sieht ja die ganze Lebensfreude in dieser SPD-Politikerin. Welche Freude, von solchen Menschen regiert zu werden. Wunderschöne, wunderschöne Geschichte. So, und dann ein Wort von einem, der es wissen muss, zur SPD. Attacke von Thilo Sarrazin. Fundamental orientierte Muslime kontrollieren die SPD. Merkt man gar nicht so in der Politik der letzten Jahre. Jetzt wo er es sagt, gell? Macht Sinn. So, und ja, wir bleiben bei der SPD. Das kommt weg. Scholz verspricht aus für Lieferkettengesetz. Ja, was auch immer das gewesen sein soll. So, da heißt es hier, Folgen der Wirtschaftskrise. Viel zu viele in diesem Land haben nicht bemerkt, was die Stunde geschlagen hat. Ja, habe ich schon angedeutet. Ausufernde Sozialgesetze und sinkende Einnahmen in der Wirtschaftsflaute. Viele Kommunen und Gemeinden geraten finanziell in Bedrängnis. Christoph Göbel, CSU-Landrat im wohlhabenden Münchner Speckgürtel,
sagte, habe noch nie so in der Klemme gesteckt. Es brauche ein politisches Umdenken. Ja, so ganz, ganz langsam. Politisches Umdenken braucht es auch in Kuba. Ich habe das schon angedeutet, gibt keine Zusammenhänge. Kuba zeige ich mir immer wieder, um aufzuzeigen, ja, wo es denn hingehen soll. Ein Hurrikan hat nun Kuba nach dem nationalen Stromausfall, landesweiten Stromausfall, hier erwischt. Hat nichts damit zu tun, dass Kuba eventuell einen Krieg starten will. So, dann zurück zur SPD. Lauterbach kündigt Kliniksterben in westdeutschen Großstädten an. Wer hätte es gedacht? Es geht ja, bergab. Ich werde mir nachher noch ein Fahrrad kaufen gehen, glaube ich. ich weiß nicht, wieso mir hier Fahrradwerbung angezeigt wird. Ich bin wirklich der Letzte, der sich gern auf ein Fahrrad setzt. Ich bin Fußgänger oder ja, Verbrennerfahrer. Ja, egal. Ja, vielleicht überlege ich es mir ja mal. Nur am Rande. Schon interessant, was man so für Werbung bekommt. Ich muss wirklich sagen, ich fühle mich von der wenigsten Werbung hier tatsächlich angesprochen und wundere mich, ja, was mir da angezeigt wird, wie gesagt. Keine Ahnung. Ein Fahrrad ist mir wirklich fern. Naja. So. Ja. Wir kommen leider auch heute wieder zu den gesundheitlichen Themen. Herzstillstand heißt es hier. Todesdrama bei der WM. Gleich zwei Triathleten gestorben. Ja, in Spanien sind gleich zwei Teilnehmer an einem Herzstillstand bei der Triathlon-WM gestorben. George Baldock ist tot. Nationalspieler leblos im Pool aufgefunden. Die Fußballwelt unter Schock. Der griechische Nationalspieler ist mit 31 Jahren tot im Swimmingpool eines Hauses gefunden worden. Hat natürlich auch nicht mit irgendetwas zu tun. Genauso wenig wie bei Aaron Kaufmann, der mit 51 Jahren hier an einem Herzinfarkt gestorben ist. Er wurde ja 51 Jahre alt und arbeitet zuletzt mit Chopin an der Zelensky-Doku Super Power. Eventuell, naja, ich sage jetzt nichts. Zurück zum guten alten Thema Corona. Neue Corona-Variante breitet sich aus. Scheint die Menschen auszunocken. Ja, das wird die neue Corona-Variante sein. Was wäre es denn auch sonst? Man braucht ja immer wieder neue Begründungen, wieso die Leute jetzt auch mal plötzlich und unerwartet umkippen. Und ja, auch die Affenpocken kommen eventuell nicht von ungefähr. Man hat sich mit Affenpocken angesteckt. Erster Mpox-Fall in Köln bestätigt. Ja, wie gesagt, das hat nichts mit irgendwelchen Nebenwirkungen hier von anderen Dingen zu tun. Genauso wenig wie die 1000 Krebsdiagnosen, die täglich hier in Großbritannien inzwischen ausgestellt werden müssen. Auch alles völlig normal. Und ja, die Slowakei, man höre in Staune, startet eine polizeiliche Covid-Untersuchung. Nächster turbulenter Schritt in der slowakischen Covid-Aufarbeitung. Nun übernimmt die Polizei. Indes bekommt FICO Unterstützung aus den USA. Da bahnt sich tatsächlich was an und sie wissen ganz genau, was los ist. Pfizer-Impfstoff heißt es hier. Und es wurden Fälle mit Todesfolge beobachtet. Es existieren aktuell einige Beipackzettel der Impfstoffe von Pfizer, bei denen ein normal denkender Mensch etwas unentspannt werden könnte, wenn er sie liest. Wir haben nachgeforscht, wann diese herausgegeben wurden und tatsächlich findet sich die betreffende Passage mit Angabe schwerer Nebenwirkungen sowohl bei der letzten Version JN1 als auch bei den aktuell beworbenen KP2-Impfungen und es ist nicht bekannt, wie lange sie geschützt sind. Also eventuell ja auch gar nicht? Fragezeichen. Hat ja nichts zu bedeuten, Hauptsache die SMS ist angekommen. Geschwärzte Geheimnisse, der EU-Pfizer-Vertrag im Vergleich. Ja, und diese Menschen werden auch entsprechend wiedergewählt, kann man von allein nicht sagen. Sie ist einfach sitzen geblieben, ja, wie ihr Parteifreund Kohl damals schon vorgemacht hat. So, ja, die Bundesregierung will Pflegeversicherungen die Corona-Kosten nicht erstatten. In der Pandemie hatte die Bundesregierung Gelder in Höhe von etwa 10 Milliarden Euro aus der Pflegeversicherung entnommen, um Pandemiekosten wie Corona-Test in Pflegeheimen sowie Bonuszahlungen zu finanzieren. Ja, wo soll man das Geld jetzt auch noch herbringen? Bitteschön. Und ja, damit schließen wir das Thema Corona ab, glaube ich, für heute und bleiben in Berlin, wo in diesen Tagen viel los ist. Wir hatten diesen WHO-Gipfel, wir hatten jetzt dieses Westmächte-Treffen
mit Biden und so weiter. Und nun heißt es, Oberhäupter aus 5 Ländern feiern Jubiläum. Königliche Skandinavien-Power besucht Berlin. Ja, irgendwas scheint an diesen Tagen im Busch zu sein. Es scheint so, als wenn sich gewisse Dinge ja, final aufstellen für den letzten Akt sozusagen. Hier kleiner Artikel zu Gast bei der Atlantikbrücke. Hier haben wir Warburg, ein, ja, einer der größten Bankerfamilien der Welt. War das nicht die Familie Di Banco sogar in der Vergangenheit? Egal. Wir haben hier Olaf Scholz, damaliger Bürgermeister von Hamburg. Und Friedrich Merz, ja, die Regionalgruppe Hamburg am 28. Januar 2013. Man kennt und schätzt sich. So, ja, große Aufregung in diesen Tagen um Pistorius, NATO stärkt Ostseeflanke. Pistorius eröffnet Marinehauptquartier in Rostock, Proteste von Friedensaktivisten. Ja, haben wir schon drüber gesprochen, die 2+4-Verträge, die hier eventuell verletzt werden oder wurden. Und aus diesem Grund wird eventuell auch der deutsche Botschafter in Moskau, Otto Graf Lambsberg, ist einberufen worden. Neues NATO-Hauptquartier in Rostock. Moskau bestellt deutschen Botschafter ein. Mit einem neuen maritimen Kommandozentrum will die NATO ihre Verteidigungsbereitschaft in der Ostseeregion stärken. Andere Länder Russlands sieht darin eine Provokation. Das Auswärtige Amt weist die Vorwürfe zurück. Hier geht es nicht nur um die Anrainerschaft, sondern tatsächlich um gewisse rechtliche Fragen. Wie viel Mitspracherecht hier Russland als alliierte Macht im Bereich Ost-Mitteldeutschland noch hat, eventuell damals auch das Okay von Putin zum Flughafen hier in Berlin auch nicht gleich gekommen. Interessante Theorien, die da aufgestellt werden. Was ich sehe, ist, dass Deutschland mehr und mehr dabei ist, sich militärisch in Europa auszubreiten, ohne dass es irgendwer merkt. Neueste Meldung hier, und das ist wirklich bemerkenswert, deutsche U-Boot-Jäger werden in Schottland stationiert. Die Verteidigungsminister der beiden Länder wollen militärisch enger zusammenarbeiten. London wünscht sich bessere Beziehungen zu Europa. Ja, was ist da los? Die Deutschen dürfen die britischen Inseln mit U-Booten bewachen oder werden dort stationiert? Ist da ein Weltkrieg verloren worden? Oder um was handelt es sich hier? Wird sich zeigen, wie das Ganze weitergeht. Und wird doch eventuell nicht hier Deutschland und Russland als die zwei führenden Mächte in Europa zulassen, seitens der Seemächte, Großbritannien und USA. Oder was ist hier los am Ende des Tages? Nun gut. So, in den kommenden Tagen. Polen schließt aufgrund von Sabotageversuchen russisches Konsulat in Posen. Die Polen wollen es noch wissen. Da gibt es ja auch gewisse Grenzfragen noch, ob sich das Ganze nicht wieder ein bisschen Richtung Osten verschiebt. Und ja, noch weiter Richtung Osten und also Südosten besser gesagt. Große Aufregung. Nach dem Tod ist doch nicht Schluss. Erdogan will die Gülen-Bewegung zerschlagen. Ja, nach dem Tod des Predigers Fethullah Gülen will der türkische Machthaber Recep Erdogan auch weiter gegen die Gülen-Bewegung in der Türkei vorgehen. Und ja, Erdogan bezeichnet seinen Erzfeind Gülen als Dämon in menschlicher Gestalt. Die türkische Regierung macht die Gülen-Bewegung für den Putschversuch von 2016 verantwortlich, wir erinnern. Und auch nach dem Tod ihres Anführers wird Erdogan daran arbeiten, die Bewegung auszulöschen. Seinem gestorbenen Erzfeind wirft er Verrat vor. Und hier ist es, wieso auch immer, aus dem Jahr 2017, ein ehemaliger, also Mike Flynn, hat hier 15 Millionen US-Dollar von der Türkei für Gülen angeboten. Also, man wollte damals Erdogan helfen, hier Gülen festzunehmen. Und ja, wie gesagt, relativ kurz nach der Bekanntgabe des Todes hier von Gülen gab es nun 3 Tote bei Anschlag auf eine Rüstungsfirma in der Türkei. In Ankara sind Explosionen und Schüsse zu hören. Der Innenminister spricht von 2 neutralisierten Angreifern und toten Opfern. Allerdings, ja, gibt man mal wieder der PKK die Schuld. Die türkische Regierung macht PKK verantwortlich und ja, wie könnte es anders sein? Geht sofort dazu über, hier gewisse Stellungen der PKK in Nordsyrien anzugreifen, nachdem sie ja zu tödlichen Attacken in Ankara gekommen ist. Ja, hat natürlich nichts mit dem
Tod von Gülen wohl zu tun? Hier schön Medien, Staatsanwaltschaft verwickelt Vatikan in Verschwörungstheorie. AKP-nahe Zeitung bezeichnet Prediger Gülen als geheimen ernannten Kardinal. Nein, der Vatikan wird da seine Finger nicht im Spiel haben. Und wo wir gerade beim Vatikan sind, größerer Zeitraum, Vatikan und China verlängern Geheimabkommen. Also ganz nebenbei die Katholiken und die Chinesen, die Kommunisten. Tja. A match found in heaven, nennt sich das wohl. So, dann kommen wir nach China, wo Xi Jinping mal wieder seine Truppen dazu aufgerufen hat, sich hier auf Krieg vorzubereiten und gleichzeitig hier die Übungen, die Drills rund um Taiwan sich intensiviert haben. Damen China, Drogen im Blut, Festnahme, China-Diktator schmeißt VW-Top-Manager aus dem Land. Was waren es für Drogen? Ja, das gute alte Ganja, Cannabis im Blut. Ja, bei VW. Weiß man nicht mehr weit. Egal, keine schlechten Witze. So, ebenfalls hier durchaus bemerkenswert, die BRICS-Staaten wachsen mehr und mehr zusammen. Ich sehe die BRICS-Staaten immer, ich erkläre mich hier kurz. Ich sehe die BRICS-Staaten per se nicht kritisch, sondern ich möchte gegen diesen blinden Enthusiasmus, der den BRICS-Staaten da entgegengebracht wird, ein bisschen entgegensprechen, sage ich mal so. Ich sehe da durchaus gewisse Chancen und ich kann mich erinnern, in meiner allerersten Sendung habe ich bereits über die BRICS-Staaten, über den Goldstandard, über Xi Jinping, über die Asiatische Entwicklungsbank, über die Neue Seidenstraße berichtet, bevor irgendwer anders überhaupt davon gehört hat. Und wenn ich jetzt ein bisschen kritisch spreche, dann möchte ich das tun, weil es alle anderen nicht. Ich sehe diese Entwicklung der BRICS-Staaten weniger kritisch, als ich das eventuell immer wieder ausdrücke. Aber wie gesagt, einer muss ja dagegen sein. So, diese Entwicklung finde ich natürlich wunderbar. China und Indien legen Grenzstreit bei. Man hat nun den jahrelangen schwelenden Grenzstreit im Himalaya beigelegt. Wie das indische Außenministerium am Montag mitteilte, einigten sich die Staaten auf einen Modus für Militärpatrouillen in einem besonders umstrittenen Abschnitt der Grenze. 2020 war es in der betroffenen Region zu Zusammenstoßen zwischen chinesischen und indischen Truppen gekommen, bei denen 24 Soldaten starben. Wir erinnern uns auch hier. Und hier heißt es Indiens Modi, der jetzt ebenfalls beim BRICS war, drängt darauf, hier einen schnellen und friedlichen, auf ein schnelles und friedliches Ende des Ukraine-Kriegs in einem Treffen mit Putin. Modi hat sich auch als Vermittler angeboten. Und ja, damit sind wir beim viel diskutierten, lange erwarteten BRICS-Gipfel in Kasan, der eventuell tatsächlich historisch war oder noch ist. In Kasan, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tatarstan, hat am Dienstag der 16. Gipfel des Staatenverbundes BRICS begonnen. An einem dreitägigen Treffen nahmen Vertreter aus 36 Ländern, darunter 22 Staatschefs, teil. Und ja, hier unter anderem auch mit Recep Erdogan. Anschlag, hat nichts damit zu tun. Hier heißt es, der EU und NATO in Panik. Der russische Präsident Putin trifft sich heute mit BRICS Plus Weltkonferenz mit dem türkischen Präsidenten Erdogan, einem NATO-Mitglied. Die Türkei wird den BRICS-Staaten beitreten. Das ist natürlich ein größerer Skandal. Und hier nochmal, türkisch sehr schlecht, Recep Erdogan kommt in Kasan an, in Tataristan. Hat das irgendwas mit Tataria zu tun? Ihr wisst, diese Verschwörungstheorie und wo wir gerade bei Putin sind und ja, wie das Thema aufkommt, ich habe nochmal diese Meldung rausgesucht. Also Putins Karte von Tataria. Was sahen westliche Reisende in diesem fremden Reich? Und hier haben wir es, Tataristan, Tataria. Hier übrigens die tatarische Mauer, die wir uns angeschaut haben letztens. Und oder ist sie das? Weiß ich jetzt nicht genau. Auf alle Fälle. Ja, ein verschwundenes Weltreich, das heutzutage für die ein oder andere Verschwörungstheorie verantwortlich ist. Ich sehe das alles ein bisschen differenzierter. Heißt es, das tatarische Imperium, das QAnon, der Architektur, einer meiner Lieblingsartikel, habe ich schon öfters gezeigt. Und
Ja, ist es Zufall, natürlich ist es Zufall, dass dieses historische BRICS-Treffen nun in der Hauptstadt des tatarischen Reiches, der Überbleibsel des tatarischen Reiches, stattfindet, muss Zufall sein, denke ich. Hier ein kleines Bild noch aus Amerika, das eben zeigt, dass diese Hochkultur nicht nur in Russland, Europa stattgefunden hat, sondern auch in Amerika. Hier sind wir in Louisiana bei der Weltausstellung 1904 und man schaue sich dieses durchaus detaillierte Bild an. Hier das Fußvolk sozusagen. Hier mal wieder die Uniformierten, die wir immer wieder sehen. Alle in Blau aus irgendeinem Grund. Und dann, kann ich jetzt nicht ein bisschen schöner, größer machen. So, hier können wir uns ein bisschen genauer anschauen. Schaue sich wirklich diese unglaubliche Detailfindung, die nicht mehr so gegeben sind. Das sieht man nicht mal mehr in Städten wie Paris oder Wien, eine solche Pracht. Und wir sprechen hier von Louisiana. Natürlich alles nur aufgebaut aus Pappe, nur für eine Weltausstellung. Hat man alles wieder abgerissen. Wir dürfen danach. Was war hier los? Und hier ist ein Bild von 1904, also alles noch gar nicht so lange her. Und ja, man höre und staune, man kann die Menschen auf den Fotos erkennen. Ja, also, auch hier gibt es natürlich weiterhin nichts zu sehen. Und wo wir gerade bei den Verschwörungstheorien sind, das Musical, die Flacherdler, Flat Earthers, also Flacherdler, das Musical, befindet sich in einer Welt der Fake News. Es ist als, auch eine Welt der queeren, lesbischen Welt. Also ein queer-lesbisches Flacherdler-Drama sozusagen als Musical verpackt, wo wir das aufgehen. Ah, hier heißt es, okay. Ein maximalistisches, queeres Liebes-Musical. Muss man uns anschauen, wo das aufgeführt wird. In Australien natürlich. Wo sonst? Australien natürlich auch. Hier von Flacherdler und Tartaria-Theorien betroffen. So, zurück zu den BRICS-Staaten. Ausgeschwurbelt. Hier heißt es, Putin ist schon hart isoliert. Ja, man stößt an die Staats- und Regierungschefs bei den BRICS-20-Treffen. Und ja, Putin will auf BRICS-Gipfel zu neuer Weltmehrheit Gespräche zur Ukraine geplant. Und ja, er ist ganz glücklich mit gewissen Entwicklungen. Putin beschwört multipolare Weltordnung beim BRICS-Gipfel. Wie gesagt, ich sehe das sehr wohl sehr positiv, dass hier diese unipolare amerikanische Hegemonie ein Ende findet. Warne immer nur vor zu großen Erwartungen. Solange der Mensch am Ende des Tages ein freies Leben führen darf, ist alles gut. Wenn es nicht so ist, dann ist irgendetwas falsch gelaufen. Hier heißt es, die BRICS-Staaten haben nun offiziell 13 neue Nationen zu ihrer Allianz als Partnerländer, also nicht vollständige Mitglieder, hinzugefügt. Alphabetisch hier Algerien, Weißrussland, also Belarus, Bolivien, Kuba natürlich sehr interessant. Indonesien, Kasachstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, die Türkei, auch sehr interessant, Uganda, Usbekistan und Vietnam. Ja, da geht was. Und nochmal zurück zu China und Russland. Hier bei dem BRICS-Gipfel jetzt hat Modi hier den gegenseitigen Respekt und das gegenseitige Vertrauen hervorgehoben und auch die gegenseitige Sensitivität beim Treffen mit Xi Jinping. Also man findet zusammen, und hatte jetzt auch eine gemeinsame Währung, wenn es wahr ist. Hier natürlich, das steht dahinter, Putins Plan, hier den Dollar zu besiegen. Er hat auch gesagt, Putin hat gesagt, der Dollar darf nicht als Waffe eingesetzt werden. Mal sehen, wie sein Kumpel Trump es dann sehen wird. Er hofft, dass dieses BRICS-Treffen, gerade wenn es um Sanktionen geht, einen Durchbruch bringen werden. Ein iranischer Botschafter hat gesagt, BRICS-Staaten müssen oder werden ein
unabhängiges, vom Westen unabhängiges Finanz- und Banksystem schaffen. Und ja, das ist die große Frage, wie das aussieht. Viel wurde ja diskutiert über ein goldgedecktes System, viel wurde diskutiert über Kryptowährungen, Blockchain, bla bla bla. Mein Tipp ist, dass am Ende des Tages es nur eine Lösung geben kann. Wann dieses Ende des Tages kommt, werden wir sehen. Es wurde bereits das ein oder andere präsentiert, das nicht unbedingt transparent ist. Also für den Außenstehenden, wir werden es tatsächlich sehen hier. Der chinesische Präsident Xi Jinping sagt, die BRICS müssen ein neues Finanzsystem fördern. Es besteht dringender Bedarf an einer Reform der internationalen Finanzarchitektur und die BRICS-Staaten müssen eine führende Rolle bei der Förderung eines neuen Systems spielen, das die tiefgreifenden Veränderungen im internationalen wirtschaftlichen Kräftegleichgewicht besser widerspiegelt. Und ja, dann wurde es tatsächlich hier präsentiert. Präsident Putin, und bitte, es war ein Geschenk. Es ist hier keine offizielle BRICS-Bank, was hier schon wieder gewesen wird, sondern hier ein Mockup, also eine eigene Version einer BRICS-Banknote, die hier von Putin gezeigt wird. Ja, also nichts, was hier tatsächlich schon offiziell wäre. Offiziell haben wir tatsächlich noch gar nichts. Wir hatten dieses BRICS Pay, was ich aber auch sehr undurchsichtig sehe. Und ja, viele denken, dass hier der Goldpreis in die Höhe schießt, was er auch tut. Also, ob jetzt unabhängig davon oder dessen geschuldet, ja, ist BRICS. Die BRICS-Staaten eröffnen den Gipfel mit der Begrüßung von Rekord-Goldpreisen. Ja, wir werden sehen, dass ein Goldstandard ums Öfteren gescheitert ist. Ja, wird ignoriert. Und hier ist es dann von Joe, dass Bitcoin immer mehr wert wird. Gegenüber den Fiat-Währungen haben die meisten Menschen nicht auf dem Schirm. Aber wenn ich kein Bitcoiner wäre und den Anstieg von Gold sehen würde, dann würde ich mir auch Angst und Bange um den Euro werden. Also entweder Gold kaufen oder besser Bitcoin, wie sie heißt natürlich. No Financial Advice und Study Bitcoin hier noch ja, darunter gesetzt. Und ja, im Gegensatz zu dieser neuen goldgedeckten Währung, die da kommen soll, in Anführungszeichen, diese Meldung hier, ziemlich viele Nationalstaaten betreiben Bitcoin Mining. Eine Aussage hier vom CEO von Brains Mining. Ja, wahrscheinlich nichts, probably nothing, nichts zu bedeuten. Und hier heißt es, es ist Zeit, ein bisschen vorsichtig zu werden. Norwegens 1,8 Billionen Dollar Wealth, also Wohlstandsfonds, hat nun eine Warnung für den Aktienmarkt herausgegeben. Und ja, dieser norwegische Wohlstandsfonds ist es, der auch Bitcoin hält. Ja, es ist jeder Norweger besitzt nun indirekt $27 in Bitcoin, da der souveräne Wohlstandsfonds hier eben einen Krypto-Stake oder einen Krypto, ja, man hodelt in Norwegen und warnt vor den Risiken des Aktienmarktes. So, dann ja die zwei wunderbaren Artikel hier, einmal von der EZB. Bitcoin-Anleger nutzen sich gegenseitig aus. EZB übt erneut Kritik an Bitcoin. Ja, in jedem Falle sollten sich alle Personen, die noch nicht investiert haben, bewusst machen, dass es gute Gründe gibt, gegen Bitcoin zu sein und Gesetze für diesen zu schaffen, damit der Bitcoin-Kurs weder weiter steigt noch komplett einbricht. Also, wir brauchen Gesetze. Der Bitcoin ist zu stark und bitte, liebe No-Coiner, knüpft euch die Bitcoiner vor. Sie klauen euch euren Wohlstand. Und hier dann noch das neue Papier der Federal Reserve von Minneapolis vor dem Verbot oder Besteuerung von Bitcoin zur Behebung der Primärdefizite. Wir sind pleite, liebe Bitcoiner. Eher mit der Kohle. Genau, das sind die Dinge, auf die man sich ganz langsam einstellen darf. Und ja, alles Quatsch. Experte widerspricht EZB. Gründe gegen Bitcoin sind tadellos hier. Der Blocktrainer, der beim Fokus ansprechen darf. Und ja, dann noch die Bitcoin Holdings von Tesla, die nach kurzer Aufregung letzte Woche dann am Ende des Tages doch nicht signifikant bewegt wurden. So, also noch ein Wort zu den BRICS-Gipfeln. Wir werden sehen. Ja, ich lasse mich überraschen. Am Ende des Tages gibt es in meinen Augen eine Lösung, aber ja, schauen wir mal, ob denn tatsächlich ein Goldstandard hier präsentiert wird. Ich gehe eher von einer etwas windigeren Shitcoin-CBDC-Lösung aus. Ja, eine Zentralwährung ist doch das, was wir alle wollten, oder? Genau. So,
US-Staatsverschuldung, das große Debakel im Überblick. Die US-Staatsverschuldung steigt immer weiter an, ohne Aussicht auf ein Ende. Die Zinskosten explodieren regelrecht. Und hier heißt es, die US-Staatsverschuldung der USA ist in den letzten drei Wochen um 473 Milliarden Dollar gestiegen. Dabei liegt er bei 35,8 Billionen US-Dollar. Das entspricht 3.700 Dollar Schulden für jeden Amerikaner. Das ist nicht nachhaltig. Amerika befindet sich auf der Überholspur in den Bankrott. Und gerade dieses dieser Peak, diese God Candle hier, durchaus aussagekräftig. Und bei ETH ist es dann weltweit fiskalische Zeitbombe von 100 Billionen US-Dollar tickt weiter. Der Schuldenberg der USA, aber auch Chinas, setzt die ganze Welt unter Druck, berichtete die Zeitung Bloomberg in ihrem Artikel. Wenn die Staatsverschuldungen nicht abgebaut werden, könnten die Folgen des nächsten globalen Schocks unvorhersehbar sein, sagt der IWF, und der muss es ja schließlich wissen. Nun gut, dann Sorge um Ergebnis der US-Wahl. Bei Trumps Sieg droht eine Finanzkrise, aber nur bei Trumps Sieg. Wenn hier Kamala gewinnt, dann haben wir die Lage natürlich weiter im Griff. Und hier ist dann, die globale Finanzwelt ist nervös, wie es geht ins Zapferl. Würde man wahrscheinlich in Wien sagen. Also, vor der Wahl ist die globale Finanzelite nervös, weil ja doch vielleicht Trump gewinnen könnte. Und hier ist dann, deutsche Firmen unterstützen mehrheitlich Donald Trump und die Republikaner. Was ist denn los? Das Nachrichtenportal German Foreign Policy beschäftigt sich mit Spendenaktivitäten deutscher Unternehmer im US-Wahlkampf 2024. In diesem Jahr würden mehrheitlich für republikanische Kandidaten und Trump investiert. Als Spendenspitzenreiter gilt T-Mobile, US-Tochterunternehmen der Telekom. Ja, und ja, in Europa ist mal allerdings gewappnet. Die EU-Kommission plant bei Trumps Sieg schnell und hart zurückzuschlagen. Ja, schnell und hart, liebe Ursula. Wir brauchen ein Sondervermögen von weiteren 100 bis 200 Milliarden Euro. Wer fordert das? Ja, das ist unsere beliebte Rüstungsindustrie. Die deutsche Rüstungsindustrie wächst. Das Einzige, was in Deutschland da noch floriert. Doch vermutlich nicht im nötigen Tempo. Das Unternehmen Vincorion in Wedel benennt wesentliche Engpässe beim Hochlauf. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther will, dass der Bund die Verteidigungsindustrie besser unterstützt. Also, klare Marschroute. Wir brauchen wieder einen vernünftigen Krieg. So, dann heißt es hier, es gibt einen Weg. Dies war Donald Trumps Antwort auf die Frage, ob es in den USA möglich sei, alle Bundessteuern abzuschaffen, sobald das Land wieder auf den Beinen steht. Ich glaube, dass wir in Trumps jüngsten Einsatz von Finanznarrativen die Saat der ultimativen umgekehrten hegelischen Dialektik sehen, die in seinen epischen Treffen mit der von Bloomberg und dem Wall Street Journal vertretenen Klasse der Fiat-Vampir-Proktorate auf den Punkt gebracht wird, indem er sagte, ihr Leute habt euch euer ganzes Leben lang in Bezug auf Währungen geirrt. Als Trump seinen Plan, keine Steuern auf Trinkgeld ankündigte und ihm keine Steuer auf Kredite folgen ließ, nur um darauf folgen zu lassen, keine Steuern auf Polizei, Feuerwehr und Schwiegermütter. Ach, Schwiegermütter, also MIL, Militär. Während er gleichzeitig die Steuern in das Konzept attraktierte, betreibt er massenpsychologische Spieltheorie. Falls Trump beginnt, die Zusatzsteuern zurückzufahren, werden diejenigen, die diese Steuererleichterung bisher nicht erhalten haben, diese auch fordern. Und Trump wird diesem Wunsch nachkommen. Er zwingt das alte System, seine Existenz zu rechtfertigen. Es scheitert und es hat Angst. Ja, wie gesagt, da dürfen wir gespannt sein. Ein kleiner Gruß aus der Küche kommt aus Argentinien. Javier Milei schafft das Finanzamt ab, ein Drittel aller Beamten entlassen. Und die anderen werden in neu geschaffene Behörde versetzt und bekommen dort deutlich niedrigere Gehälter. Ja. So, und dann noch hier ein Gastbeitrag beim Fokus. Allianz CEO Bethe über die Weltfinanzmärkte. Es knallt. Ich denke, das kann man so unterschreiben. Nun gut. Gewagte These bei Lanz. Auch ein Blick in die Ukraine. Hat Biden Mitschuld am Ukraine-Krieg? Aus Schwäche. Hier wahrscheinlich. Und hier heißt es von der Silberfrau. Zelensky läuft die Zeit davon. Soldaten fliehen aus ihren Stellungen. Es kommt zu einem Massenaufstand und Befehlsverweigerung. Es ist vorbei. Hier, die reagiert auf einen Tweet von Kim.com. El País berichtet, dass ukrainische Soldaten sich auf dem gesamten Schlachtfeld weigern zu kämpfen. Sie sagen, wir sind demoralisiert und die Zukunft des Krieges ist düster. Zelensky läuft die Zeit davon. Soldaten fliehen aus ihren Stellungen. Es kommt zu einem Massenaufstand und Befehlsverweigerung. Ja, es ist vorbei. Game over.
Und ja, derweil weist Nordkorea Berichte über Sendung von Soldaten für Ukraine-Einsatz zurück. Die NATO behauptet allerdings, dass man bestätigte Beweise hat. Also, ja, egal. Ein Beweis ist ein Beweis, der muss nicht echt so noch bestätigt werden. Dass Nordkorea eben Truppen in Russland ebenfalls stationiert hat. Und ja, dann haben wir den dritten Generalstaatsanwalt unter Zelensky, der nun zurücktritt. Und hier ist es dann, Ukraine in schwerer Bevölkerungskrise, mindestens ein Viertel ausgewandert, ein Viertel umgebracht. Ja, nein, wir dürfen hier natürlich nicht von einem Genozid sprechen. So, dann heißt es hier noch, Kiews nukleare Erpressung. Ukraine könnte überlegen, eine dreckige Bombe zu erstellen, um hier den Krieg eskalieren zu lassen und die NATO in den Dritten Weltkrieg zu ziehen. Ja, diese Panik sehen wir seit langem. Wir haben dann einen nächsten Player im Osten Europas. Moldau, die Moldauer Republik, wählt hier ein Ja, dass man hier der EU beitritt. In der EU wird nicht gefragt und immer wenn hier die Flaggen verteilt werden, dann kennen wir uns eigentlich schon aus. Ja, noch eine kleine Rundreise. Camorra-Boss festgenommen, Hashtag Zugriff geht weiter. Russischer Öltycoon stirbt nach Sturz aus dem Fenster. Also nicht die Treppe runtergefallen wie der letzte, sondern mal wieder ein Fenstersturz. Ein streitbarer Pfarrer und Antifaschist, Bürgerrechtler Lothar König, ist gestorben. Cindy Charles war Musikchefin beim Streaming-Giganten Twitch-Managerin, stirbt bei Unfall mit Müllwagen. Und ja, der Iron Maiden-Sänger Paul Di'Anno stirbt mit 66 Jahren. So, und dann noch ein letzter Todesfall. Der Leiter des berüchtigten Stanford Prison Experiments ist tot. Philipp Zimbardo wurde 91 Jahre alt. Und ja, wo wir bei den Todesfällen sind, jetzt noch am Schluss. Arbeiter findet Leiche im Tunnelsystem. Das Tunnelsystem hier in Mainz erinnert ja mal wieder an die alte Welt, wie es gibt Tunnelsysteme unter den deutschen Großstädten. Und wo wir gerade bei den alten Konstruktionen sind, Gutachten aufgetaucht, wusste die Stadt schon länger vom Zustand der Carola-Brücke. Wäre das dann nicht nur fahrlässig, sondern eventuell sogar kriminell? Nein. Alles gut. So, und damit möchte ich mich verabschieden ins Wochenende sozusagen und habe noch einen letzten dabei. Wichtiges Thema, wunderschöne Meldung. Fußballerin mit Autismusverdacht fragt Transgender-Gegnerin, bist du ein Mann? Lange Sperre droht. Bestes Deutschland aller Zeiten. Eine Fußballerin, die möglicherweise Autismus hat, steht vor einer Sperre von bis zu 12 Spielen, weil sie einen erwachsenen Transgender-Gegenspieler gefragt hat, bist du ein Mann? Und es geht natürlich in diesen Zeiten gar nicht. Also achtet darauf, was ihr denkt, was ihr aussprecht. Und bitte immer alles schön gendergerecht halten. In diesem Sinne, alles nicht zu ernst nehmen. Der Ball ist rund und ja, das Runde muss, wie wir wissen, ins Eckige. Und ja, ich denke, es wird vor allem in den nächsten zwei Wochen, das ist am 5. November, noch ein bisschen holpriger werden. Und jetzt schauen wir uns am 5. November genau an, was in den USA präsentiert wird und wie es dann bis zum 20. Januar weitergehen wird. Wird sich auch zeigen und ja, peu à peu, Schritt für Schritt. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis draußen. Abspann gibt es immer noch nicht. Nein, es gibt's denn doch. Naja, okay. Ich glaube, der QR-Code geht nicht mehr. Also, muss ich neu machen. Alles Liebe euch, bis zum nächsten Mal. Und ja, tschüss.